Hallo und willkommen bei einer neuen Folge Big Reacts Powered by UM. Diesmal ist der Nils wieder mit dabei. Wir schauen uns NIP gegen Big an, das Gruppenfinale der Blast Pro Series. 6-0 steht's. Unsere T-Seite auf Vertigo ist schon sehr gut, ey. Ja. Oh, das ist ein bestimmt. Das ist ein geiler Move. Tobi Move. Liebe Grüße an Tobi. Boah. Gute Shots. So schnell geht es einfach, ist die Runde mal vorbei. Nach 15 Sekunden ist die Runde vorbei. Da muss man auch nicht so viel ansagen, oder Nils? Nö. Da kann man einfach mal die Füße hochlegen als Caller, wie es in den meisten Fällen hier jetzt bei uns. Und einfach mal die Leute spielen lassen. Absolut, so sehe ich es auch. Oh, 11-1. To get themselves onto this B-Site. It's gonna be a 12th round, unless ninjas retake. So, jetzt erinnere ich noch, jetzt versuchst du den Heaven Mode zu machen, genau. Wunderbar. Leider gefällt. Oh, schön. Gutes Timing. Oh, we can go, and instead they're gone. Fight him. Searson, Deagle out. Schöne Flash. Von wem war die Flash? Ja, von wem war sie? Aber guck mal, ja, klar war sie von mir. Wieso wirst du sie? Du bist nach unten gedroppt sogar. Ja, na klar, damit sie, damit sie den perfekten Winkel hat so. Ja, aber du kannst sie ja von Dupré auch werfen. Ja, oder aber da, wo du warst quasi. Ist ja Gold oder ist er nicht Gold? Der Erfolg gibt mir auch hier wieder recht. Ja, klar. Ich hätte Flo messern können so. Guck mal. Aber um Maximum rauszuholen, musst du ja mir ja zustimmen, dass du auf jeden Fall die Flash von da einfach werfen könntest so. Ja. Aber der Erfolg gibt dir recht, deswegen kann ich da nichts zu sagen. Du hast auf jeden Fall recht, der hätte ihn knifen können. Wunderbar, wirklich schönes Teamplay. So, jetzt gucken wir mal die nächste Szene. 13-2. Oh, gefährliche Duelle. Oh, Tizama mit Kevlar. Ja, Mann. Erstes Mal direkt 3 leichte, sehr, sehr, sehr schönes Aiming. Ja, also ohne Kevlar hätte er nicht geholt, auf jeden Fall. Der hätte M-Punch. Schöne Szene, Tiziano fällt Busch. Mit CTA 1v2 Clutch auf Overpass. Damit haben wir Vertigo gewonnen schon. Sehr schnell, sehr viel schöne Szenen. Alles klar. It's an even 2v2. Health is considered. And Plobsky, well now he's down. So here we have it. Working despite that. Das klappt doch. ZTR, let's see your clutch. He's gonna get himself back behind the sandbag, sprays onto the bomb diffuser, Tapson's gonna try his hand, no down to 2 seconds, Deagle's out, ZTR's got it, and the ninjas are on. Hey, der ist echt sehr gut, Mann. Der spielt, hat auch ein gutes Turnier gespielt und der wird auf jeden Fall noch deutlich besser. Aber was hätten wir denn besser machen können in den Monitor? Ja, einmal faken vielleicht, aber ich weiß nicht, wie schnell die Bombe schon tickt. Ja, wir haben auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit. Ja, dann vielleicht einmal Fake Diffusen. Lass ihn erstmal spammen. Ja, Fake Diffusen ist auf jeden Fall richtig. Aber das war ein bisschen Misskommunikation, glaube ich, weil wir beide da auf die Bombe gehen wollten. Aber wie legt denn die Bombe? Ich kann vielleicht hätte ich auch anders diffusen können. Ja, wahrscheinlich. Was nee, vielleicht. Nee, geht nicht. Aber. Ja, also auf der anderen vielleicht Seite. Vorne, so. Ja. Was man vielleicht auch hätte machen können, ist andiffusen und dann vielleicht boosten so. Auf Sandbags. Ja, zu fancy, glaube ich. Zu fancy. Zu fancy, ja. Uns mal die nächste Szene an. Ach, das die Runde, dank der Runde sind wir wieder ins Spiel gekommen auf jeden Fall. Da war die Stimmung auch direkt wieder viel besser nach der Runde, kann ich mich dran erinnern. Aber ich muss einmal drehen. Richtig. Ja, gute Szene. Memorable Zone Bay. Ja, sehr gute Szene natürlich. Sehr wichtig auch, wie du sagtest. Ja. Spiel entscheidend für uns. Das war der Neckbreaker für dich schon. Der Neckbreaker. B-Situation mit der Bombe back in Spawn. 1 und 2. Searson's got such a strong line. Ah, die Bombe. Yeah, he doesn't even have to move. It's his teammates that have to do all the work. They can't come up from short and surprise. Wow. Schöne Flash. ZTR has him full blinded. Now taps in on the cross low HP. He gets the first and ZTR is the one who's low. Ach, jetzt kann er nur B gehen. There's no time to rocket back to A and Tapson knows this. Yep. No. Tapson's just gonna sit inside of the sights. Whoever hits the first bullet and Tapson on high alert. ZTR walks around. Ja, sehr gut. Szene. Sehr gut. Die Nerven bewahrt. Ja. Die Nerven bewahrt. Bro. Ace. Funny how they're getting all these monster walkouts, but MP9 macht den Ace. Was passiert denn da bei denen? So. Die Close Range, jetzt kriegt wahrscheinlich die AK gleich.
Da macht er voll MP9S. Ich weiß nicht, also ich erinnere mich ja daran, dass er erstmal, ich weiß nicht genau, wie er es gemacht hat. Gute Rotation, Nils. Man, they actually, that round came so close, they're like forced onto these MP9s. Yep. So, was an opportunity here for Ninjas to screw their money over, but Searson on position. It'll be cleared, but it doesn't matter, man. So halbherzig gecheckt auf dem Kopfstil. As he takes that player out, and he's gonna make it a multi. What a sequence here from... Boah. Nice. Nice aiming. Schönes aiming, ja. Geiles Ace. Das war auch sehr, sehr krass gespielt von CZ hier. Das ist auch gutes Movement gleich. Er ist schon mit die beste Galle, so, die es so gibt auf der Welt. Immer gut Spray damit. Sehr gut, sehr gutes Movement. Das ist schon richtig krass. Das ist sehr, sehr gut. Bin schon ein witziger Typ. Ja, das war ein richtig, also schön wie du gesagt hast, richtig gutes Moving von Tizi. Ohne irgendwelche Probleme da auf die Kiste, dann nochmal auf die Kiste. Ja. Manche werden da wahrscheinlich immer ein bisschen in die Luft gesprungen so. Mhm. Und gutes Pre-Aim dann auf den letzten Spieler in der Banane. Nice Aiming. Schöne Galil. Guter Typ. So, das war auch das NIP-Spiel. Ja, irgendwelche letzten Worte dazu auch, ob wir was vergessen haben, wie ist dein Gefühl so jetzt, wenn du die Matches nochmal gesehen hast? Ja, gegen NiP haben wir ja 2-0 verloren im ersten Spiel in der Gruppenphase. Haben auch Overpass gespielt. Ja. Verdigo haben wir nicht gepickt. Aber ja, Overpass haben wir kassiert. Und dann, wie gesagt, sah auf diesen Overpass wieder so aus, als würden wir keine Chance haben. So. Aber dank der Runde von Jan sind wir gut reingekommen wieder als CT und dann eine stabile T-Hälfte gespielt. Und ja. Ich denke, man konnte in dem Turnier deutlich sehen, dass wir das beste Team sind auf jeden Fall der Gruppe und ja auf so, jeden Fall so einfach kann es dann sein. Ja, ich denke auf jeden Fall das stärkste mentale Team, so egal was passiert ist, wir wussten immer, also wir mussten unseren Kopf immer klar behalten und haben uns dann auch immer zurückgekämpft so, und auf manchen Turnieren ist das natürlich nicht möglich. Jetzt in diesem Turnier glücklicherweise war es möglich, haben auch gutes Counterfeld gezeigt und genau, so sehen wir uns dann in den, weiß ich nicht, Blast Finals ist das jetzt, glaube ich. Ja. Dann sehen wir uns in den Blast Finals und ich denke, da werden wir auf jeden Fall uns wieder deutlich steigern und geiles Counter-Strike zeigen. So, jetzt haben wir alle guten Spiele gesehen. Die Gruppenphase der Blast Plus Series war natürlich sehr spannend. Die Besetzung war natürlich unfassbar krass. Besten Teams der Welt. Und glücklicherweise konnten wir uns als Nummer 1 der Gruppe sehen. So, das war's dann mal. Danke fürs Zusehen. Natürlich abonnieren und wir sehen uns beim nächsten Mal bei der nächsten Folge Big Reacts.